Hey ho, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Und Becky, sieh doch mal, mit wem wir da zusammen im Team sind. Ja, ich sehe schon zwei. Das sind Leute, die schon zwei oder so, weil ich das sehe, dreimal Level 50 erreicht haben. Ja, abartig. Oh mein Gott, huhu. Hi. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, aber nur nicht. Hi. Das ist ja richtig gruselig. Die sind ja voll gut. Wahrscheinlich sind die auch zu zweit. Ja, so wie wir, kann ich mir auch vorstellen, ja, bei denen. Very good so. Music. Nun, nun. Oh, hoppala. Ready. So, ich auch. Ja. Ich habe jetzt, dass wir die Etappe gemeinsam beginnen, habe ich jetzt... Wieder geopfert? Ja, habe ich geopfert. Ich habe jetzt übrigens, ich bin jetzt Level 20 und ich habe jetzt den Perk bekommen, Vorwarnung 3 auch. Also, oh, ich bin jetzt bei Vorwarnung so gut wie du. Sehr gut. Das heißt, wir können noch effektiver sein. Ich hoffe, dass das Problem ist nur, glaube ich, dass sie sich dann gegenseitig immer aktivieren, ne? Also gleichzeitig. Meiner, deiner und dann haben wir beide Cooldown. Ah! Ich hoffe, dass es eventuell sich dann wieder so wie vorhin ausgeht, dass ich Cooldown hat, dann du und so, ja, und so weiter. Ja, weil deiner ja schon früher reagiert als meiner. Ja, genau. Deswegen, und meiner erst, wenn er dann, okay, vielleicht sollte ich dann doch den anderen reintun. Können wir mal ausprobieren jetzt, wie es besser ist. Ja, können wir ist. Ausprobieren. So. Oh, ich starte hier, ich glaube, ich sehe dich. Ja, hallo. Dreh dich um. Ah, hallo. Da ist direkt auch ein Generator. Aber ich weiß nicht, sollten wir wieder hin gleich? Ach ja, warum nicht? Jolo. Alter, die haben dreimal Level 50 bereits erreicht. Holy shitty. Ja, die sind richtig gut. So werden wir mit solchen Leuten gepaart. Oder? Keine Ahnung, weil wir jetzt auch richtig geil sind. Vermutlich. Das Spiel denkt sich jetzt so, boah, die beiden Mädels, die hatten echt geile Runden. Das muss belohnt werden. Genau. Und deswegen sind wir jetzt auf einmal sexy mit den ganz Großen. Ja, aber irgendwie fühle ich, wie gesagt, das hatten wir ja schon mal die Diskussion, fühle ich mich irgendwie nur mehr unter Druck. Ich auch. Oh, ich habe Vorwarnungsberg. Tito. Ich sehe ihn noch nicht. Ich schon. Da, kommt auf uns zu. Oh Gott sei Dank, hört er nicht auf die Vögel, ey. Ja. Die ich jetzt zweimal aufgeschreckt habe. Okay, und da, weg. Zum nächsten Generator, oder? Das ja. Ich eine. Hier ist auch direkt der Ausgang, das ist gut. Okay, die haben jetzt auch einen an. Mhm. Geht er wahrscheinlich in die Richtung. Also ich wäre schon als Killer so richtig, würde ich mir denken, oh wow, wieso bekomme ich solche gut... Ich meine, ich weiß nicht, wie gut unser Killer ist, ja? Aber, klar. Oder welchen Level unser Killer hat, aber wenn ich das so sehen würde, dass das meine Lobby ist, dann würde ich mir einfach nur denken, fuck my life. Ja, ich hatte am letzten Mal auch richtig gute, wo ich mir denke, hey, ich bin ein Level 1 Killer. Warum kriege ich so gute... Naja, klar. Hier ist ein Haken, den du manipulieren kannst. Mich gleich ran. Er hat einen. In Rush. Oh, ich hab Perk. Vorsicht, Perk, ja. Die kleine Kaninchen, die dann im hohen Gras sitzen. Da kommt er. Da ist er beim Schulbus vorne. Sollte nicht so viel rumrennen. Aber ich habe immer. Hat ihn verloren. Ja, sehr gut. Kommt auf uns zu. Kommt auf uns. Ja. Läuft an uns vorbei. Mhm. Sehr gut. Hauptsache Perk geht wieder an. Ja, bei mir auch gerade genau das gleiche. Ich. Vorsicht. Ah, jetzt hat er den Typen doch erwischt. Verdammt, er wird ihn zu dem Haken bringen, Kathi. Wahrscheinlich. Wird weiter weg. Aber das Gute wäre, wenn er den dann jetzt echt hier hinbringen würde. Ah, nö. Oder nicht. Wo hat er ihn denn hingebracht? Ah, da hinten. Oh! Oh! Oh, wie bitter. Hä? Achso, der GW hat den runtergeholt. Aha. Der liegt wieder. Ich versuche mich mal der illustren Runde hier anzuschließen. Ja, ich sabotiere dabei hier den Haken. Damit nicht noch einer von euch hängt. Einer liegt davor, der Killer steht gerade direkt vor dem Typen.
entdeckt gerade. Ich baue darauf, dass er jetzt den Typen mitnimmt. Ich hoffe, dass er. Vorwarnungsberg, ja. Den Typen. Kommt wahrscheinlich zu meinem Haken her. Ja. Ja. Darf ich nicht mehr? Habe alles gegeben. Aber kannst du den anderen runterholen? Hab ich. Ah, er hat mich. Ja, ich sehe ihn natürlich nicht. Hat er dich? Bist du in der Falle? Nein. Renn von mir weg. Er rennt von mir weg. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Hol den anderen runter. Der hat den anderen auch schon wieder. Hab Perk. Ich hoffe, der folgt mir jetzt. Der Russian-Typ. Ich sehe nicht mal auf der Karte, wo er ist. Ich sehe niemanden mehr auf der Karte. Nee, der Russian-Typ ist tot. Ah, ich meine, ich habe auch den anderen, den GW. Oh, weißt du was? Ich scheiße auf die, ganz ehrlich. Die sind mir einfach zu schlecht. Ja, der GW ist schon wieder down. Ja, weißt du, mehr kann ich halt auch nicht mal. Und schärf mal hier die Falle. Ich mach Generator weiter. Ich bin verletzt. Wo bist denn du? Ich bin in diesem Haus, in der Werkstatt drinnen. Okay. Am Anfang. Also, gegenüber ist der Bagger, ist gegenüber von mir. Mhm. Dieser. Ja, ich glaube, ich bin in deiner Nähe. Das ist der Bagger und dann gegenüber vom Bagger ist so ein Haus und in dem Haus bin ich drin. Dieses große? Ja. Dieses Scheunenartige? Ja, genau da. Ah, da sehe ich dich. Da hockst du. Ja, du da? Ja, das bin ich. Ja. Ich sehe dich auch. Dann komm mal her. Ah, shit. Okay, ist weg dazu. Weg. Ja, ja. Okay, ich wollte gerade. Nein, nicht da runter. Rein in den Keller. Nicht da runter. Ja. Okay. Lass mal. Gehen. Nein. Der Perk. Gib Ruhe, komm her. Das ist hier gerade, glaube ich, eine. Ja, geh da, komm da rein. Da, komm rein. Oh mein Gott. Dieses Rumgejammer kann sich ja keiner anhören. Ach, shit. Aua! Hoppala. Aber mir noch extra. Ja, Entschuldigung. Tun. Er ist in der Nähe. Ja. Aber ich halte jetzt schnell fertig. Sehr gut. Perfekt. Herr Perk. Kann ich an dir vorbei, Kathi? Ich auch nicht. An okay. dir. Ich hing gerade auch fest. So, gehen wir das da drinnen noch machen? Oder? Ja, der ist nämlich fast fertig. Sind so konzentriert. Mhm. Hinten ist eine Kiste noch. Frag mich, ob die uns jetzt noch zuschauen oder ob die schon in einem neuen Match drin sind. Sind bestimmt schon in einem neuen Match. Mhm. Gehen, glaube ich, da hinten rumlaufen. Ja. Komm, lass da durch. Lass hier raus. Ja. Und folge mir. So, da, er guckt in den Schränken nach. Er kommt. Oh, fuck! Hä? Er hat mich natürlich gesehen. Wieso sieht er dich? Wo bist du denn? Warum bist du mir nicht nach? Ich bin an dem. Wo ist er denn hin? Ah! Oh, na toll. Nice one. Ich bin direkt in die Falle gehüpft. Ja, ich bin da geblieben, um zu gucken. Ich hab dir gesagt, komm mir nach. Ja, ich weiß. Aber dann kam halt die ganze Zeit die Musik und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich da jetzt hingehe, dann ist doof. Wenn du mir einfach gefolgt wärst, dann wäre nichts passiert. Ich hatte ihn gesehen. Das stimmt. Und ich wusste, was ich tue. Das ist gut, ich nicht. Bringt er dich sicher in den Pornokeller, oder? Ja, bestimmt. Nee, ich habe Vorwarnungsberg. Ja, er bringt mich da in der Nähe von dir an den Haken. Oh ja, den ich wahrscheinlich gerade herumbastel. Ja, genau an dem bringt er mich. Ah, shit, krieg ich nicht fertig. Ja, ich wäre auch fast. Vielleicht schaffe ich es durch Fluchtversuch. Nein, ich schaff's einfach nicht. Das ist unfassbar. Soll ich noch einen machen? Ja, mach mal. Ich werde dich nicht mehr retten können. Shit, ja. Klappt nicht. Tut mir leid. Oh Gott, Becky stirbt wegen mir. Es tut mir leid.
Ich verzeihe dir dieses eine Mal. Aber beim nächsten Mal ist das eine Mal. Mich. Ja, nein, ich hätte auch echt auf dich hören sollen. Ja, ich stecke auch. Ich hatte nur Angst, dass ich nicht rechtzeitig hinterhergeduddelt komme, weil alles, ich ja später als du aus dem Fenster gesprungen bist. Ja. Habe ich extra abgepasst. Extra abgepasst. Ah, es tut mir leid. Oh Gott, jetzt sind wir wegen mir gestorben. Rest in peace. Noch ein Generator, bitte. Ja, oder die Falltür halt. Ja. Falltür habe ich sogar gesehen, ich bin an der vorbeigelaufen. Ich laufe irgendwie in letzter Zeit immer an der Falltür vorbei. Kein Bock mehr zu klicken. Oh, es leckt total bei mir. Bei mir leckt es total. Ist voll eklig. Hm. Am Ende einer Runde leckt es immer total. Die Ergebnisansicht? Aber wir hatten einen Level 12er Killer auch. Ah, okay. Naja, gut. Hätten wir aber schaffen können trotzdem. Aber der war ja nicht war meine so Schuld, gut, ehrlich gesagt. Also nee, aber war trotzdem jetzt meine Schuld, definitiv. Schuld. Das tut mir leid. Niemand ist schuld. Oh, aber ich verliere einen Ding, sein Kristall. Oh. Okay. Nächste Runde? Nächste Runde auf jeden Fall. Okay, dann wollen wir mal gucken. Die letzte, oh, ich muss mich immer noch eigentlich bei Becky entschuldigen. Das ist jetzt zwar schon wieder ein bisschen her, weil wir jetzt nicht sofort im Anschluss wieder aufgenommen haben, weil wir kurze Pause gemacht haben, aber ich muss mich immer noch bei Becky entschuldigen. Es tut mir leid. Ach, alles easy. Trotzdem Entschuldigung. Easy. So, ich habe gar nichts. Ich versuche mal eine Opfergabe mitzunehmen. Ja, ich nehme auch was mit. Ja, habe ich. Ach komm, ich nehme einfach mal sowas mit. Und das lasse ich daheim. Das lasse ich daheim. Ich finde das voll krass, dass du dich überhaupt noch dran erinnern kannst. Ich war schon wieder voll so milde gestimmt. Ja. Jetzt hast du mich wieder dran erinnert. Stimmt, wegen dir haben wir die letzte Runde verloren. Nein, Spaß. Nein, ich möchte damit einfach ausdrücken, dass ich mich an solche Schandtaten meinerseits erinnere. Und das mir sehr leid tut. Ah, du bist dann einfach immer so süß. So süß. Ja, aber du bist auch nur gestorben wegen mir und deswegen muss ich jetzt süß sein. Ah, aber wir werden jetzt dann noch weiter episch mit überleben. Ja, das denke ich auch. Wir werden jetzt episch überleben. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich anders spielen als jetzt heute Vormittag. Ja, stimmt. Bin ich sehr gespannt. Das mich jetzt auch interessieren. Oh, Mick, Mädel anwesend. Jetzt haben wir nicht mehr so den Flow drin, Becky. Möglicherweise, aber vielleicht auch. Aber du, ich bin direkt neben dir. Ja, gut. Ich habe dich gesehen. Hi. Sehr gut. Okay, wo lang? Hier lang? Folge dir, ja. Okay, ich höre schon mal die Kettensäge, glaube ich. Ja. Yeah. Da ist ein Generator. So. Wollen wir direkt ran? Bäm. Okay, er hat schon das Krokodil. 2013. Das arme Kroko. Oh, wir haben auch einen Streamer dabei, so wie es ausschaut. Oh, hallo. Twitch TV Paint. Mami, ich bin im Fernsehen. Sehr gut. Der Generator ist unser. Hier, da ist der Ausgang. Er kommt. Perk, perk, perk. Okay, gut, dass du schon Perk hattest, ich noch nicht. Jetzt habe ich auch Perk, ja. Da rennt er vor uns. Also er rennt vorne lang. Oh. Er hat das Krokodil hier erledigt. Mhm. Wo will er denn damit hin? Hast du einen Haken gesehen? Ich habe gar keinen Haken gesehen. Nö, ich habe auch bisher keinen Haken gesehen. Okay, er kommt hier an der Seite. Sonst hätte ich den schon manipuliert. Hier hinten, hier hinten. Berg ist wieder ready. Okay, er rennt zu. Ah ne, er hängt noch. Oh, das Krokodil. Ja, ich gehe weg, aber. Weil. Oh, ich sehe ihn. Oh Gott, er rennt ganz nah an mir vorbei. Ja, bei mir auch. Also ich warte, bis das Krokodil tot ist und dann gehe ich zu dem Generator. Weil der hat zweimal Fluchtversuch jetzt gemacht und wenn man, weißt du, nicht warten kann, bis die Leute. Ja, das Problem ist, er rennt halt auch sehr. Er rennt hier halt die ganze Zeit Kreise. Hm. Ist blöd. Ach, verflucht.
Ich weiß nicht, wann ich hinrennen könnte. Ja, jetzt steht er ja da. Jetzt steht er ja die ganze Zeit nur da. Ja, dann lass es. Ja, ich glaube, ist auch, blöd. Das bringt nichts. Das ist blöd, aber ist halt ja, so. Das bringt überhaupt nichts. So, er rennt jetzt von hier weg, hoffe ich. Lass ihn ein bisschen Zeit, ein bisschen weiter weg zu rennen. Das ist leider echt ein bisschen bescheiden. Ist doch eigentlich nicht unsere Art. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber... Vor allem, wir haben ihn ja wirklich jetzt so, sag ich mal ganz grob, sterben. Aber hier, der andere scheint auch in der Nähe gewesen zu sein. Okay, ja, wir waren alle da. Ja, aber wie willst du dann retten, wenn... Ja gut, einer hätte sich natürlich so ein bisschen als Köder anbieten können, ja. Aber... Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Oh ja, jetzt kommt mein erster Skillpoint. Der hat den Haken hier manipuliert. Nee, der ist jetzt abgefallen. Dadurch, dass weil er geopfert hat. Genau. Da wäre ein Generator, aber zu dem würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht hintrauen. Zu dem hier vorne? Ja. Dem du jetzt recht. Ja, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wo ist er? Rennt da hinten rum. Hinten in der Ecke. So. Kommt jetzt hinter uns vorbei. Uns hoffentlich nicht. Hat uns nicht gesehen. Bleib Nein. ganz ruhig. Ja. Oh Gott, er kommt. Er ist trotzdem hier. Ja, er ist trotzdem hier. Als wenn er uns spüren würde. Ja. Jetzt ist er aber weg. Weg, ich gehe zum Haken. Vorsicht, nein, er kommt wieder. Er kommt wieder, Schitte. Was ist los mit dem? Junge! Woher weiß er das? Ja. Alter, woher weiß er das? Ganz, ganz komisch gerade. So. Wirklich, als hätte er uns gerochen. Ja. Bin ich etwa nicht gewaschen, Kathi? Riechst du etwa gegen den Wind? Entschuldigung. Mach den Haken hier, dann komm ich zu dir. Ich habe aus Versehen ein Lüftchen abgelassen von lauter Nervosität. Aber unsere Versteckfähigkeiten sind gut geworden. Auf jeden Fall, ja. Okay, er hat Twitch TV. Er hat Twitch. Ja, so Paint eigentlich, oder? Ja, er hat Paint. Mein Haken ist gleich fertig. Gut. Ja, ich bin auch bei der Hälfte von dem. Ja. Der Haken ist. Komm mit zu dir. No, no. Ich habe einen Ohrwurm von High School Musical. Oh nein! No, no, no! Stay to the stuff you know. Nein, stick to the stuff you know. Ich hab den Film nie geguckt. Ich auch nicht. Aber ich kenne diesen Song. Weil sie da alle in der Cafeteria tanzt. Also meine Schwester hat das, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Das lief irgendwie auf unserem kleinen Fernseher ab und an mal. In unserem Kinderzimmer. Ich gehe mal schon so ein bisschen in die Richtung. Ja. Um zu befreien. Er macht auch Fluchtversuch. Ich mache währenddessen hier einen Haken kaputt. Ey, der macht gleich so mega. Was ist denn hier los? Ja. Da hat man, Alter, sie nehmen sich damit halt auch mega die Zeit. Weil wenn sie einfach nur hängen, dann kann man länger planen, ein bisschen schauen und eine Situation abwarten. Ja, und abwägen, weil... Mhm. Oh, shit. Ich mache hier währenddessen einen Haken kaputt. Shit! Oh, direkt reingerannt. Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran. Ja. Ich komm jetzt auch in die Richtung. Ah, er hat mich gesehen. Ah, das hätte ich nicht gedacht, dass er mich da sieht. Okay, ich sehe euch. Ich sehe deinen Haken, den mache ich schnell fertig, damit er dich nicht da nicht aufhängt. Ja, er hat mich. Ach, da bin ich doof geduschelt. Ich hätte den. Ja. Ist halt immer die Frage, geht man die retten, geht man die nicht retten? Ja. Schau jetzt mal, ich glaube, er bringt dich zu dem Haken, wo ich gerade manipuliere. Ja, er bringt mich direkt zu dem Haken. Geh weg. Vielleicht schaffe ich es noch, ihn fertig zu machen. Kacke. Warum hilft denn mein Wiggeln gerade nicht? Vorsicht. Okay, ich hänge.
Schengel. Arme, er läuft halt hier jetzt, ne? Also er dreht halt ein paar Kreise, aber... Ja, ansonsten steht er eher... Es ist, ja... Ich würde vielleicht meinen, dass du einen Generator machen gehst. Ja, ne, er dreht ziemlich enge Kreise. Also ja, das ist auch schon wieder so ein bisschen sehr langweilig. Das ist sehr schwer, da was zu tun. Geh ruhig. Ich muss ja jetzt ein bisschen... Warum... Ich probiere mal wenigstens einen Fluchtversuch. Nö. Warum sollte das auch bei mir jemals klappen? Das ist wirklich so. Warum sollte das jemals bei mir klappen? Ja, dann mach ruhig ganz entspannt in der Zeit. Drücke ich meine Space-Taste. Er kommt... Nö. Ich mache hier währenddessen den Generator. Mhm. Ja, es ist... Weil ansonsten geh notfalls sonst nach der Falltür suchen. Weil die geht ja dann auch auf. Ja. Ja, gut, ich kämpfe bis zum letzten Mann. Okay, dann suche ich dir währenddessen die Falltür. Ja, mach das. Weil das ist nämlich, glaube ich, eine bessere Chance, als wenn du versuchst jetzt den Generator zu machen und dann auch noch zusätzlich dazu die Klappe auf. Also ja. Das Tor. Okay, ich bin down. Ich bin so ein schlechter Falltüren-Mensch. Ich auch, aber ich kann gleich mitsuchen. Ich wurde geopfert. Oh. Hast du leid? Mir leid, aber es wäre irgendwie auch. Nee, ist doch voll okay. Ich verliere jetzt zwar einen so einen Diamanten, aber ist noch trotzdem voll okay. Ist voll okay. Voll okay. So, ich guck mal. Nicht zu viel rennen. So, jetzt versuchen wir beide einfach zu hören, wo die Falltür sich befunden hat. Ist das nicht die Falltür, oder? Nein, das sind einfach nur so Windgeräusche. Ich glaube, mehr so in die Mitte würde ich. Also ja, ich gehe gleich in die Mitte. Ich weiß nicht, dass du... Also ich würde schätzen, so rechts. Rechts? Rüber? Nach dem Gehör wäre ich rechts gegangen. Oh, Vorsicht. Go, Becky, go. Go, Becky, go, go, go. Falltür. Muni. Ich glaube, sie hat Angst vor dir. Oh, Vorsicht. Ich hasse das, wenn ich nie weiß, aus welcher Richtung der Typ kommt. Bin ich irgendwo? Ich glaube, ich habe ihn gerade rechts von dir rumlaufen sehen als Schatten, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Mir wird nach rechts in das Herzklopfen hören. Oh. Oh. Holy moly. Alter. Wow. Okay. Das war natürlich heftigst. Ja, jetzt ist die Frage, wer findet die Falltür zuerst? Er oder du? Vielleicht da hinten bei diesem komischen, zertrümmerten... Ich habe gerade gehört, er guckt die Schränke durch. Ah, okay. Das habe ich nicht gehört. Schrank aufgemacht. Oh, fuck. Und nicht, dass er jetzt hinter dir ist. Ja, wahrscheinlich. Wo ist er? Keine Ahnung, irgendwo neben dir, denke ich mal. Muss die Musik immer so Horror sein? Oh, komm schon, Becky. Warte. Wo ist sie? Ah! Ah! Nein, Mann! Shit. Okay, einfach kiten. Kite ihn zu Tode. Ja, ich schaffe das. Kite ihn. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich glaube an dich. Ah, shit, ich hab's nicht runtergezogen. Ah. Oh, ich bin so ein Trottel. Ja. Oh. Sehr gut, Becky. Ja. Okay, du suchst nach der Falltür, du schaust auf den Boden nach der Falltür, ja? Ich versuch. Oh mein Gott. Jetzt schnell auf, dann könntest du laufen, glaube ich. Oh, ja, sehr gut, Becky, sehr gut, weiter! Lauf! Ich weiß, dass du es schaffst. Da geh einfach, versuch in die Richtung des Hauses zu gehen. Also eine Kiste. Scheiß auf die Kiste.
Schon, komm, schon, komm, schon. Vielleicht da runter und dann heilen oder so? Naja, okay, lauf einfach weiter. Sehr gut, du bist ihn losgeworden. Ich bin stolz auf dich. Verdammte Scheiße. Komm schon. Wo ist diese scheiß Falltür, ich ey? weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm schon, du schaffst das. Du findest sie noch. Ich Ich glaube an hätte dich. einfach, na wobei, das wäre Den noch Generator schlimm. machen sollen, ja. Ja. Aber dann wäre halt wieder, ne? Obwohl, Ja, ja, es ist schwierig, da zu entscheiden. Ja, es war sehr schwer zu entscheiden. Oh Gott. Becky, ich glaube an dich. Immerhin einer. Ah. Irgendwo hier muss es doch sein. Ja, vor allem jetzt habe ich nur so Komm einen schon. beknackten Werkzeugkoffer. Oh, shit. Kannst du den nicht austauschen? Irgendein Kit. Da läuft er. Da läuft er. Den. Laufe ich jetzt in die Richtung, wo er hingelaufen ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Jetzt läuft er da hinten, glaube ich, rum, bei dem Tor. Oh Gott. Ah, irgendwo muss sie doch Oh, hier da ist sein. er. Da Ich vorne, sehe da vorne. ihn. Oh, ich glaube, er Okay. hat dich gesehen. Ja. Oh Gott, oh, sehr gut entkommen, sehr gut entkommen. Oh mein Gott, irgendwo hier muss doch die verkackte Falltür sein, Mann. Gerd, ich bin schon 10-mal dran vorbeigelaufen. Wahrscheinlich, ich habe sie aber auch nicht. Boah, nice, Becky, richtig gute Ausweichskills, Alter. Gehst du ab? Du gehst so ab. Vorsicht. Ah, schade. Ist da noch irgendwo. Mega schade. Aber vielleicht findet er keinen Haken. Ja, das kann ja sein. Go, 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 go. Becky, Becky, Becky. Oh Gott, ich würde am liebsten mich umsehen und gucken, ob ich irgendwo was finde. Falsche technisch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Komm schon, Ah, so nein! knapp, so knapp. Mega knapp. So Aber knapp. very good match. Very good. Also Oh. bist du richtig gut ausgewichen. Richtig Das gut. Aus war immer gut, ja. Also da muss ich sagen, das war echt. Das war Dort richtig wollte ich heftig. gerade Wollen wir noch besonders eine gut sein, weil Runde? ich wusste, dass du zuschaust. Süß, wollen wir noch eine Runde hinten ranhängen? Ja, mach mal. Okay, letzte Runde für heute, Becky. Nochmal richtig Vollgas geben. Hast du Bock, hast du Bock, hast du Ja, Bock? ja, ja. Jetzt bin ich Ich richtig habe auch motiviert nach Bock. der Runde davor, wo ich es leider knapp nicht geschafft habe. Aber dieses Mal jetzt werde Okay, ich ich überlege entkommen. gerade, was ich noch. Ich werde noch das Schnell und Leise Perk dazu nehmen. So. Los geht's. Los geht's. Bim, 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 bim. Bam, 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 bam. Das sagt keiner, hey. Unfreundlich. Oh. Die hassen dich Unfreundliche alle. Geus. Ich sage auch nicht, hey, ich bin auch unfreundlich. Huch. Was ist jetzt passiert? Meine Haarbürste kam mir gerade entgegen. Das war gerade ein bisschen gruselig. So. So Ja. völlig. Völlig aus dem Nichts, so BAM! Okay. Macht sich selbstständig, sie ist besessen von einem Geist. Ah! Wahrscheinlich ist das jetzt die Ankündigung oder beziehungsweise das ist jetzt hier schon die Voraussicht, die weise Voraussicht der Haarbürste, dass wir jetzt den Geistermörder kriegen, den Ja, den Glockenmörder. Geisterglockenhans. Das Schnurkätzchen, das, naja, das. Eigentlich hört sich's an wie so ein total Ekliges komischer Alien. Froschding, ja, Alien-Froschding. Ich glaube, wir sind Okay, zusammen. ich, ja, ich starte hier mit den Dwights. Oh ja, hallo. Mit den Dwights ist nur einer. Nein, da Ah, rechts doch. ist noch einer. Oh Gott, wir sind alle zusammen. Lass uns weggehen. Ja, vor allem wenn der schon wieder anfängt zu Nein, laufen hier. hör Hör auf auf, zu meine Frau rennen. hier anzubaggern. Gerade gesehen, Ich bin die Einzige. Ich wie bin die der an mir Einzige für ihn. herumgeziert ist. Da werde ich gleich Ja. ganz, ganz Oh. Esther, eifersüchtig. Esther. Ich glaube, ich habe ihn da vorne rennen sehen. Ja, da vorne rennt er. Okay. Weiter? Weg, ja. Hab den kleinen Lümmel da hinten lümmeln sehen. Ich habe bisher noch keinen Haken gesehen, aber Glockenmörder scheint es nicht zu sein, weil Nee, ich kein glaube, es Gebimmel. ist der Typ mit der Kettensäge, aber ich bin mir nicht sicher. Alter, wir sind wirklich alle zu viert hier, ne? Nichts falsch machen, Guys. Oh, Ja. guck mal. Der Er arme kann nicht Dwight. mitmachen. Er ist ausgeschlossen hier. Wir sind voll das gute Team. Wir sind voll der gute Vierer. Ah, das ist mal ein Vierer, kein Dreier, hm? Ja. Arme Mac. Heute.
Ja. Okay, er ist da. Bin. Oh, jetzt habe ich auch Perk, Von ja? wo kommt er? Gerade Ich zu. sehe nicht. Den Gar Hund. nichts. Er hat den anderen erwischt. Da ist er. Ja, es ist der Mann mit der Kettensäge. Schade, ich konnte den Haken noch nicht manipulieren oder so. Beide Okay. sind kommen. Gut. Geh zu dem Haken. Den hier mitten im Maisfeld, den oder Ja, welchen? genau, den mitten im Okay, Maisfeld. okay, okay. So laut, Becky. Ja, I'm sorry. Du schreckst die Nachbarn auf. Da hinten ist wieder ein Ich bin hier in Generator. dem. Siehst du Ja, ich den? bin schon. Aber der arme Killer Leimung. hat sich gerade auch. Okay, er kommt. Wer kommt? Der Killer. Wieder? Clock hat reagiert. Da hinten wird auch fleißig geschraubt. Ich unterstütze hier mal ein bisschen. Ja, ich gehe wieder zu dem Dings zurück. Haken. Haben den gleich fertig. Gut, dann gehe ich zu dem, an dem du gerade geschraubt hast. Ja, da gehe ich jetzt auch nochmal hin, aber du sollst vielleicht aufpassen, nicht, dass er da jetzt auch noch hinrennt. Oh Gott! Hab Diese. Vorwarnungsperk, hab Vorwarnungsperk. Vorsicht, ja, ich auch. Ah, der Dwight, komm her. Komm her. Komm her. Bleib stehen, du Doofi. Bleib Wo ist er stehen. denn? Bei Ich mir sehe ihn sind welche. nicht. Ich sehe den Killer nicht. Ich hab nur Ich sitze Herzschlag. mitten im Maisfeld. Boah, der So stöhnt, das richtig hätte ja fett richtig im viel Spaß. Maisfeld. Er ist da oben, auf dem Truck stand er gerade. Okay, bei Stand mir ist da jetzt nur noch. auf Jetzt bei dem. mir ist der Herzschlag ist weg, aber ich habe schon wieder Vorwarnung. Er stand auf diesem Truck. Also quasi da, wo du den Generator gemacht hast. Da oben. Okay, bei mir ist jetzt nichts mehr. Ah, Ja, du. da ist auch nicht mehr. Okay. Deswegen mache ich den jetzt einfach weiter. Oh, Bin hi. dabei. Hi. Ich habe mich einfach mitten im Maisfeld versteckt. Passt. So richtig wie so ein fettes kleines Wiesel. Einfach hingematscht. Ein fettes kleines Gehen wir denn da Wiesel. hinten mal zu diesem Komplex da, dem Zeppelin-Komplex-Ding? Ja. Farm, Scheune, Was ist mit dem Elektriker, Flymo? Den habe ich irgendwas. gerade gerettet. Was ist der schon wieder angewütet? Der Typ macht mich fertig. Ich habe Dings. Verwarnung. Ah, ich back hier Entschuldigung, schon bin ich im wieder. Weg? Nee, nee, ich back hier nur schon wieder so ein bisschen. Ich zappe hier schon wieder so ein bisschen. Wo ist er denn? Oh, da hinten hängt er. Okay, ich geh mal gucken. Du kannst ja hier schon mal reingehen und schauen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen umständlich gerade gegangen. Ja, ich gehe rein. Will gerade erstmal nur allgemein gucken. Hier ist auch Pornokiller. Er steht Killer. direkt davor. Warte. Reparier, fangen wir schon den Generator an zu reparieren. Oh Gott, ich back so rum. Ich back so herrlich rum. Hast du den runtergeholt? Ja. Sehr gut. Ich hab Vorwarnungsperk. So, ich bin entkommen. Oder hatte Herzschlag. Okay, Mit Flymon dem ist schon wieder Slime down. Moon schon wieder. Geht zurück zum Generator. Jo. Aber ich bring den noch runter zum Pornokeller. Warte, dann gehe ich lieber erstmal nicht hin. Nee, ich wette, der hängt ihn da, wo er gerade eben auch aufgehangen wurde. Nein, ich habe Herzschlag, der kommt her. Ach so, okay. Vielleicht kannst du ihn dann direkt instant retten. Dann gehe ich mal schnell gucken, ob ich hier vielleicht einen Generator finde. Er hat den runtergebracht. Struggelt jetzt. Versuch gleich runterzugehen. Jo. Bin ja in dem Generator, der schon läuft. Der ist schon zur Hälfte repariert. Sehr gut, mach mal fertig. Der Killer ist noch nicht wieder hochgekommen. Ja, warte noch ein bisschen. Eben stand er auch noch da und dann konnte ich. Muss man echt leider ein bisschen abwarten. Killer Ah, er ist ist down. jetzt ja. Er ist down. So viel dazu. Ja, naja, gut. So, der Generator ist jetzt aktiviert.
Sehr gut, ich habe auch einen, der fast fertig ist. Hier ist auch direkt ein Ausgang bei mir in der Nähe. Ich zu meinem Generator zurück, mach den weiter. Okay, doch, ich habe ihn noch nicht so weit gehabt. Sorry, erst ein Drittel. Kein Ding. Shit! Shit! Hat er dich? Nicht! Ja, 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 und sowas von euch. Ich dachte, er findet mich nicht. Okay, ja, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Er hat in den Schränken nachgeguckt. Der Erste, der hier in den Schränken nachguckt. Natürlich, dann, wenn ich mich darin verstecke. Herrlich. Oh ja, und hier ist direkt ein Haken nebendrin. Okay. Okay, aber ist da doch das Ausgang? Das Ausgang? Ja, das Ausgang ist hier noch in der Nähe. Ach ja, komm. Sei so ein kleiner Penner. Komm weg. Ja, ich mach den schnell fertig und dann komme ich zu dir. Ja, ja, nee, nee, nee. Lass dir entspannt Zeit. Okay, er rennt jetzt einmal ums Haus herum. Einer kommt schon zu mir. Einer kommt schon zu mir. Das ist der andere Dwight. Ah, sehr geil. Ich hab da den Ausgang gleich. Ich mach den schnell auf. Ja, mach, 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 mach. Vorsicht, der eine Dwight. Oh, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Oh, er hat ihn. Oh Gott, okay, er konnte entkommen. Sehr gut. Junge, ich hab da gleich das Tor offen, dann renne ich zu dir. Bist du unten? Sehr geil. Ja. Und du geradeaus einfach läufst, geradeaus einfach laufen. Das Problem ist, der Fanze, der ist jetzt. Ja, also Tor ist auf jeden Fall offen, ich komme jetzt Richtung euch. Wo bist du? Warte, komm einfach ich, zu ich, dem ich Zeppelin, gleich. Komm zum Zeppelin. Ja, ja, ja. Okay, der Fanze, der ist. Ah, da hier, bist du. Ich bin ja, neben dir. Okay. Ja. Gehen wir den noch retten? Ja, eigentlich, ja, er ist auch wegen mir zurückgekommen. Er ist nicht zurückgekommen, er war einfach in der Nähe. Ja, gut, er war in der Nähe, aber. Ja, wir gehen ihn retten. Ja, okay. So. Wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Wieso, Leute, jetzt mein Nachbar? Verdammte Scheiße. Ein Moment! Stopp, wir müssen noch die Runde, wir müssen noch die Runde. Okay, warte, Vorsicht, der ist in der Nähe. Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Ich nicht, ich renne einfach hin, Geronimo. Er zerbricht gerade die Dinger. Er versucht am besten. Oh, Vorsicht, 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 er kommt. Oh Gott, ich bin noch in der Nähe, ich bin. Okay, er hat ihn wieder. Gut, ja, jetzt scheiße ich drauf. Jetzt, ich renne jetzt nicht nochmal hin. Ich habe ihn runtergeholt, wenn er dann gleich wieder da reinrennt, dann Pech. Hinter dir hinterher? Nein. Okay. Aber ich renne jetzt raus. Ich renne jetzt raus. Verdammt, vor allem jetzt steht er irgendwer vor meiner Tür. Okay, dann renne ich auch raus. Ja, er ist ja jetzt sowieso down. Ja. Einfach geradeaus durch, ne? Ja, genau. Also zum Zeppelin, ah, da hinten, orientier ja. dich am Zeppelin und dann... Ja, ich sehe dich auch. Renn, Becky, renn! Ja, ich renne eh ganz schnell. Oh, warte, warte. Jetzt. Und ich muss jetzt kurz mal weggehen. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich mache die Abmoderation in der Zeit. So, wir beide haben überlebt. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft und ich habe meinen zweiten Punkt gerade wieder erlangt, Gott sei Dank. Das finde ich aber cool. Schade, dass wir den X-Fanes-Typen, Xanes-Fanes-Dingsterbums dann nicht mehr retten konnten. Das wäre noch sehr schön gewesen, so als Abschluss noch dazu. Schade. Aber, meine lieben Freunde, das war es auch schon wieder für diese Folge. Von Dead by Daylight weiter geht es ab Mittwoch dann auch wieder sozusagen live. Denn bis hierhin haben wir vorproduziert, die Becky und ich. Und bevor ich jetzt einfach gehe und sie nicht auch noch zu Wort kommen, dass das skillig hat, nochmal ein bisschen... Man hört die Becky im Hintergrund ganz leise. So, da hinten ist die Geheimkiste weg. Dann versuche ich jetzt mal an die Kiste zu kommen. Hallo, das war gerade mein cuter Nachbar von oben, der gefragt hat, ob er mir was mitbringen kann. Er geht nämlich einkaufen. Oh, wie süß. Ja, voll nett. Dann meinte ich so, ja, nö, ich bin jetzt ab, bin ja dann nicht da und dann müsst ihr Wäsche kein Essen. Sehr gut. So, Abmoderation ist eigentlich schon fertig. Ich wollte noch warten, bis du wieder da bist. Und oh, ja, wir sehen uns am Mittwoch wieder, liebe Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.